gebohrt hat. Liebe Nosy Rosies, es ist wieder Dienstag, diesmal aus Portugal. Zum Glück haben Denise und ich das Video schon vorgedreht, daher das jetzt im Anschluss. Viel Spaß damit und abonnieren. Ciao. Aua. Hallo, ihr lieben Nosy Rosies da draußen. Heute ist Dienstag. Das ist die Denise. Das ist die Sarah. Und wir haben 2500 Abonnenten und Abonnentinnen. Ihr seid spitze. Ja, Mann. Ja. Und bald auch 1 Million Aufrufe von den Videos. Und wenn das soweit ist, also wenn wir 1 Million Aufrufe erreicht haben, gibt es ein neues Rosie-Special-Video. Gibt es ein neues Video auf unserer Seite und dann lasst euch überraschen. Wir haben uns da schon sowas ausgedacht, aber ja. Heutiges Thema. Heutiges Thema, berühmte Lesben. Im 20. Jahrhundert. Ja, okay, ja. Scheiße, im 20. Jahrhundert, wir leben im 21. Jahrhundert. Das sind alles Leute aus dem 21. Ich musste gerade nachdenken und hab mir gedacht so, ja. Was machen wir jetzt? Egal, wir machen trotzdem Lesben aus dem 21. Jahrhundert, weil Denise das so schön rausgesucht hat. Wäre blöd, wenn ich. Ne? Ach, scheiße. Dann fang doch mal an. Ich soll anfangen, okay. Ja. Ich fange dann direkt mit der berühmtesten, glaube ich, an. Das ist Ellen Lee. Wer liebt sie nicht? Ja, ich mal ganz ehrlich, wer von euch liebt Ellen nicht? Also Ellen Lee, tolle Frau. Man kann sie einfach nur bewundern vom Typ her. Ellen Lee, sie ist in Kalifornien geboren und ist seit 2008 verheiratet mit der Portia de Rossi. Und 1993 bekam sie ihre erste Sitcom, in der sie die Hauptrolle spielte, die Emmy. 4 Jahre später outete sie sich dann als Lesbe. Die Show wurde dann abgesetzt, da die Werbekunden ja abgesprungen sind. Die hatten, erzähl mal weiter. Sie sind abgesprungen, weil einfach die fanden das nicht zeitgerecht. Also Homosexualität fanden die halt nicht so gut. Was machst du da? Mach weiter. Auf jeden Fall, haben Christen protestiert und ja, dann kam direkt ihr Karriereende. Nach dem Karriereende wurde sie dann angesprochen zum Film Findet Nemo, sollte sie die Synchronstimme machen von der Dory, also so kennen wir sie hier, die Dory. Der Regisseur. Ja, das kannst du aber auf Deutsch sagen. Muss ja die Regisseur. Der Regisseur. Ja, ich rede nicht einfach geschissen. Kannst du es nochmal richtig sagen? Der Regisseur? Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Was hat er denn gemacht? Der Verantwortliche für den Film? Regisseur. Der Regisseur. Regisseur. Ja, Regisseur. Ja, der hat was gemacht? Ja, der Regisseur. Also, hatte sie angesprochen. Er hatte extra für sie die Rolle geschrieben und für ihn kam kein anderer in Frage als diese Ellen Lee. Die Ellen Lee. Ja, sie hat dann zugesagt und hat diese Stimme dann von der Dory. Ist dann die Stimme gesprochen? Sie ist dann die Stimme von Dory gewesen. So. danach bekam sie ihre eigene Talkshow, Ellen D.
DeGeneres? Heißt es, die heißt, glaube ich, auch genauso, ne? Ellen DeGeneres. Ich dachte mal, die heißt nur Ellen. Echt? Egal, also keine diese Ahnung. Berühmte Talkshow, die jetzt täglich läuft. Auf jeden Fall wurde Ellen 2008 und 2010 zur besten Woman in Amerika gewählt, also Gay Woman. Mhm. Yes. Genau, und hier in diesem Film hat sie auch mitgespielt. Ja. Women Love Women. Da spielt sie die. Weiß ich nicht. Die Kale? Kyle? Ich weiß, ich habe den Film schon lange nicht mehr gesehen. Kale, glaube ich. Auf jeden Fall, genau. Die wollen ein Kind zusammen bekommen. Ihre Freundin und sie. Ja. Kann ich mir mal ausleihen. Mega lustig. Kenn ich. Ihr Auftritt, aber insgesamt die DVD, ja. Okay, aber jetzt nicht wirklich, was einen umhaut. Ja. Hast du noch was zu Ellen? Ja, das war's. Ja. Zu Ellen. Dann kommen wir zu Lucy. Viele von euch kennen sie durch die Castingshow Popstars. Genau. Genau, der Popstar. Lucy. Der Popstar. Genau. Diakoska. Ja, ne? Ja, Leute. Diakoska. Genau, sie wurde durch Popstars bekannt, durch New Angels, ist bisexuell und kommt eigentlich aus Bulgarien. Ja, wurde wie gesagt in Deutschland durch Popstars bekannt, macht jetzt aber als Solokünstlerin weiter, weil, wie ihr wisst, ne, New Angels gibt's da nicht mehr. Man sieht sie auch zwischendurch im Fernsehen, zum Beispiel bei Stefan Raab. Und so weiter. Let's Dance war sie Let's auch mal. Let's Dance, genau. Und früher gab es auch bei MTV, war das, glaube ich, so eine Karaoke-Sendung. Ja. Da war sie auch als Juror. Wie geht die Musik nochmal? Keine Ahnung. Komm schon. Wie geht die Musik nochmal von der... Nein, das ist eine ganz komische Musik gewesen. Also dieser Intro. Ich habe das auf jeden Fall gerne geguckt. Ich auch. Ja, was steht da? Achso, und ist jetzt mit der DSDS-Kandidatin... Ist sie überhaupt gar nicht mehr. War mit der mit der DSDS-Kandidatin... Juliet Schottmann zusammen. Genau. Dann noch Lisha Haley. Lisha Haley. Dann da zu kannst du alias Alice Piesecki von The Air World. Ja, wer kennt sie nicht? Ne? 71 geboren. Wie gesagt, aus The Air World kennt man sie. Ja, da wurde sie dadurch bekannt? Ich weiß es gar nicht. Ja, vorher doch. Sie wurde, glaube ich, von The Air World bekannt. Und sie hat halt noch eine Band. Uhu, her. Das sind aber Wörter heute. Yes. Genau. Seit 2008 gibt es diese Band. Und sie spielt zum Beispiel dieses Jahr auf dem L Beach. Oder sie hat letztes Jahr auf dem L Beach gespielt. Nein, letztes Jahr kann... Nee, ich glaube nicht. Aber davor das Jahr war sie auf dem L Beach. Zum L Beach zu kommen, eine Freundin. Sie hat persönlich diese Lisha Haley kennengelernt. Ganz coole Sau. Total bodenständig. Die ist mit ihr auf den Spielplatz gegangen und sind erstmal schaukeln gewesen, haben sich unterhalten. Ganz coole Frau. Anders als Lucy, weil meine Mitbewohnerin, die war auch bei Popstars. Und die hat Lucy kennengelernt und dachte nur so, alter Falter, was ist das denn für eine blöde Zicke? Aber ich mag Lucy. Ich hab dich angespuckt, oder? Ja. Entschuldigung. Ich mach's gerade weg. Ja. Ja, du hast es auch mit deiner Aussprache heute. Ja, das ist echt schön. Ja. Haben wir noch was zum Thema? Nee. Hast du noch jemanden? Also, wen ich vielleicht noch erwähnen würde, also berühmte Lesben her, hin oder her. Ich finde Pink und Lady Gaga, die sollte man auch erwähnen. Nicht nur die Lesben, also nicht nur die Frauen, die lesbisch sind, sondern sich auch dafür einsetzen. Mhm, also genau. Für Homosexuelle. Und ich finde Pink und Lady Gaga, die sind schon... Die sind schon erwähnenswert. Ja. Ihr habt gefragt, ob wir zusammen sind. Ach so, das habe ich ja schon beantwortet. Trotzdem. Nochmal für alle, nein. Oh. Boah, ich dachte, jetzt kotzt sie. Entschuldigung. Scheiße.
Also ihr Lieben, habt noch eine schöne Woche. Ich hoffe, oder wir hoffen, ich spreche jetzt mal von uns. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Osterfest. Ja. Abonnieren. Und eventuell in 2 Wochen, also Samstag in 2 Wochen, BlogTV. Aber das kündige ich dann nächste Woche nochmal an, wenn das dann soweit ist, weil ich noch nebenbei eine Hausarbeit schreiben muss in Englisch und, also ziemlich viel zu tun. Ja, das war's, oder? Ja, das war's. Macht's gut, schöne Woche und tschüss. Genießt die Ferien, falls ihr noch welche habt. Ihr seid die Besten. Wir. Yeah. Ja. Auf 1 Million Aufrufe. Ich zähle auf euch. Also ordentlich Videos gucken. Ja. Das könnt ihr auch gerne so 10, 15, 20 also Mal es gucken. Also welches Video ich ja richtig geil finde, ist das Aufklärungsvideo von... Aufklärungsvideo? Ja, Verhütungsmittel. Ah, ganz Jen. Geil. Ja, genau, von Jen. Das ist sehr gut. Es ist so geil, das Video. Poste das mal hier drunter, ich finde das einfach geil. Genau, ich mache einfach... Weil das ist schon älter und ich glaube, wenn man diese älteren Videos sieht, guckt man sich halt nicht so oft an. Aber das ist echt mega geil. Mhm. Das ist echt empfehlenswert. Empfehlenswert. Okay, also macht's gut. Ah! Prost, Denise und ne, haut rein, ihr da draußen. Wir sind raus. Ciao. Tschüss.